Okay, Bitches, weiter geht's mit Terranigma. Im letzten Part sind wir da in das Schloss rein und nun haben wir da ganz viel so erfahren. Und wie war die Kombination? 2, 8 und klick, klick, 6. Jawohl, ein mechanischer Tonoklang. Okay, was auch immer da passiert ist. Zack. Was wollte ich, was ich letztes Mal eigentlich machen wollte, war hier hochgehen. An der Wache vorbei, an die Truhe einfach. Den Eispick lol, denn ist schon eine mächtige Waffe so. Ich glaube plus 3 vielleicht. Jawohl, plus 3. Der kalte Hauch des Todes. Jawohl. Oh, 9 Damage. 18 Crit. What the fuck macht der mir einen Schaden? Der haut mir halt... Alter! Der haut mir echt 30er jetzt rein, what the fuck? Da muss ich wirklich mal was fressen, sonst verreck ich jetzt gleich noch. Möchtest du das auswählen? Jawohl, benutzen. Ja. Na also. Und man hört zum Sound ein wichtiges Item. Jawohl. Und ja, genau, ich mache da weniger Schaden. Da oben war ich ja mit der Zahl und richtig. Ich habe vergessen zu grinden. Ich würde sagen, ich mache eh erst den ganzen Turm durch und bevor ich dann zum Boss gehe, dann, weil sonst, es hat keinen Sinn, echt nicht. Sterb ihr scheiß Ficker. Hier ist es so, bei denen, wenn ich die jetzt töte, das heißt, wenn die in ihre Animation kommen, wo sie explodieren, die da, geben die mir schon Erfahrung. Das heißt, ich kann jetzt einfach raus, bevor die explodieren, und ich bekomme die Erfahrung. So, da oben gab es den Opal. Aber den, das ist ja unwichtig. Okay, denn hier... Rechts, glaub. Jawohl, müssen wir gleich mal den Turmschlüsselchen benutzen. So, möchtest du es auswählen? Jawohl, ausgerüstet. Dann einmal hin und X. Ach, benutze Turmschlüssel. Tudup. Welcome. Autsch. Hör doch auf mit dem scheiß Knochen. Oh, da fühle ich mich echt, als würden mich Driver uns hier in Super Mario abwerfen. Zack. Alter, das nervt. Boah. Boah, mein Schaden. Richtig übel. Nein! Hat nicht gezählt. Und sein Schild verschwindet in der Tür. Seht ihr das? Voll gut, Mann. Aber das... Genau. Darum, weil das Gitter ist nur aufgemalt und verschwindet, wenn ich dagegen schlag. Wenn ich den Gegner besieg. Ich frage mich jetzt wirklich gerade, wann zum Teufel bekomme ich mein Level ab? Okay, Kristall. Tut. Oh, 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 das war schön. Das war schön. Autsch, zack, tot. Sehr schön. Und tadam, einmal ein Abwehr-Elixier. Okay, was haben wir hier oben? Oh, hat diese Statue nicht irgendwas im Mund? Sieht ziemlich bissig aus. Hand reinstecken, hey, ist doch ganz egal. Okay, ein oder zwei Arme.
Ark steckt seine Hand tief in den Mund der Statue. Und da ist die Säure zu Wasser geworden. Was war da los? So, da haben wir doch im Vorgarten einen Brunnen gehabt. Schauen wir doch mal, ob sich da was ergibt. Nachher natürlich. Jetzt noch nicht. Jetzt muss ich erst noch was anderes sammeln. Oh je, geh weg. Euch möchte ich gerne mal aufs Maul hauen. So. Zack. Zack. Ach so, wird ja schon gezählt, genau. Natürlich nur die Erfahrung. Das Gold natürlich nicht. Das kommt erst, wenn er explodiert. Aber 3.500 ist natürlich schon. Ja, doch. Ich meine, ich kaufe mir ja eh nichts, da ich ja weiß, wo ich die Waffen finde. So, was gab's denn nochmal? Oh je. Oh Gott. Komm. Kann der jetzt mal verrecken? Alter, was die an Leben haben. Jawohl. Oh Gott, ich lass die jetzt einfach. Die nerven mich, diese Ficker. Da noch ein Skelett. Die nehme ich gerne mit. Ich meine, die sind relativ schnell tot. Ebenso die Chakras. So. Den noch. Jawohl. Und die hier auch. Alter, halt Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Sehr schön. Dann noch ein Skelettchen. Zack, zack, zack. Oh je. Au. Ich wollte es eigentlich so. Passt schon. Alter, wann kriege ich mein Level up? What the fuck? Geh weg. Geh weg, geh weg, geh weg. Geh auch weg. Gut, und da sind wir außerhalb des Turmes. Und was haben wir hier? Hoch? Wir sind ziemlich hoch. Mir wird schwindelig. Schau die Wand. Das Turm ist auf der anderen Seite. Wo? Was? Wie? Oh, cool. Da ist was. Das Drachenauge leuchtet in der Wand. Sicher ein wertvolles Juwel. Oh, wie soll ich da jetzt rüberkommen? Soll ich springen oder was? Super, doch wie komme ich auf die andere Seite? Soll ich wie ein Hut durch die Luft fliegen? Bingo! Ich... wie? Hilfe, der will mich schucken! Ach so, okay, ist klar. Der Topaz sitzt im Auge der Schlangenskulptur. Ah, gehält den Topaz! Dann würde ich mich gerne hier mal fallen lassen. Wie lasse ich mich fallen? So. Denn ich habe jetzt 2 von 4 und die anderen gibt es an 2 Stellen sozusagen. Einmal hat die eine was mit dem Mechanismus zu tun, den wir in Minute 1 oder 2 ausgelöst haben. Also ich will verdammt nochmal mein Level up. Das gibt's doch nicht. Gott verdammt! Holy moly. Nein. Oh je, wie soll ich denn zum Teufel? Da muss ich dann Tatsache irgendwo. Irgendwo noch grinden, auf jeden Fall. Da komme ich gar nicht drum herum. Und zack, hier haben wir das Spiegelbild der Statue verrät das Versteck des Saphirs. So. Aber das finde ich, das passt wieder. Ich meine, also ich hätte... Also Saphir, Blau, Wasser, passt. Was habe ich noch? Topaz? Das war das Auge und der ist lila, aber ein Topaz ist nicht lila, ein Amethyst ist lila. Topaz ist so bräunlich. Oh Gott, geh weg. So, aber jetzt müssen wir noch nach oben. Und zwar... Wo ist die Kette? Wo ist die Kette?
Durch die Kette. Nee. Da oben. Da, genau, hier bin ich. Richtig. Denn hier gibt es nun was Tolles. Ich kann auf diese Kronleuchte und von hier kann ich, hops, einfach mal ganz gechillt darüber hüpfen und den Rubin, der lila ist, bekommen. Obwohl ja ein Amethyst lila ist. Also die Farben gar nicht beachten. Ja. Das ist ein Amethyst, kein Rubin. Andersrum, das ist ein Rubin. So. Wenn man die Farben nicht beachten soll. Sonst noch etwas? Ich glaube aber nein. Jawohl, nichts mehr. Wow, dann wären wir echt schon fertig. Scheiße. Wie soll ich denn das machen? Da jetzt nicht lang, sondern es geht zu den Bildern. Die Juwelen beginnen sich zu bewegen. Die Schabin Zelda, der erste Mann, hatte blaue Augen. Echt ein Neger mit blauen Augen. Sorry. Sorry. Dem ist Saphir drin. Der zweite Mann hatte eindrucksvolle schwarze Augen. Pupillen. Schwarz. Was ist schwarz? Opal? Nee, gar nichts. Glück, das ist weiß. Okay. Die Augen des dritten Mannes brannten voller Leidenschaft, also der Rubin. Achso, der Topas war schwarz. Nee, keine Ahnung. Der letzte Mann hatte ein falsches braunes Auge. Das ist aber nicht braun. Ach, keine Ahnung. Kaboom! Ja, war ich ein bisschen zu früh, aber das ist so langsam gefallen. Ha, was mache ich jetzt? Ach komm. Ha, es wird zwar so heftig schwer. Haha. Gut. Wir Hexen tanzen um dich herum. Beweg dich nicht! Dreh dich nicht um! Zu viert sind wir, doch du bist allein! Kann ich dich jetzt angreifen? Wird dies dein letztes Stündlein sein? Wir färben mit dir die Wände rot, oder? Die Erde rot, sowas. Triffst du die falsche, dann bist du tot! Tod! Treffer! Ich treffe die ganze Zeit. Ich weiß nicht wieso. Jetzt kommt wieder dasselbe. Wir Hexen tanzen dich herum. Beweg dich nicht, dreh dich nicht um. Wir sind zu viel, doch du bist allein. Wird dies dein letztes Stündlein sein? Wir färben mit dir die Erde rot. Bewegst du dich? Nee. Triffst du die falsche, bist du tot. Doch du bist allein. Jetzt komm schon, jetzt komm schon, jetzt komm schon. Das ist wieder die hintere, wie immer. Das ist immer die hintere. Ich weiß nicht wieso. Ach so. Und das war's auch schon. Mit den Hexen? Wow. Wow. Ich muss eh noch warten, bis der Text aus ist. Damit ich diesen Kerl da oben retten kann. Wo ist er? Da haben wir ihn. Bist du. T.O.T. Jawohl. So, die Hexen sind dann schon verschwunden. Und da oben haben wir den Verantwortlichen für den Tod der Dings. Ich bin so gespannt, ich habe überhaupt keine Chance.
glaube ich mal, aber wir werden sehen. Wie, oh je, das wird so... Oh Gott, wird das kacke. Ich habe echt keinen Bock zu sterben. Eine kristallklare Stimme aus dem Nichts erklingt. Willkommen in meiner Kammer. Genieß die Zeit wie in einem Traum. Freu dich am Spiel mit meinen wunderbaren Kindern. So, jetzt muss ich mir Gas geben. Das ist so ein kleines Spiel mit dem Kind. Hexer sagt, lauf. Hexer sagt, stopp. Hexer wurde verwundet. Arg, das wird doch nicht nett. Und nun haben wir den Bosskampf. Und zwar diese alte Kuh, die eigentlich sehr, sehr stark ist. Sehr stark. Und ja, ich kann hier drüber, über die Stacheln, übrigens. So. Der Boss ist so hart. So. Kann immer noch nicht angreifen. Ihr seht meinen Schaden, ihr seht meinen Schaden. Ich möchte euch was zeigen. Für meine YouTuber tue ich doch alles. So. 10 mehr Schaden, gell? 10. 10 mehr Schaden. Okay, ihr wisst warum. Denn strahlt in dunkler Nacht. Die macht mehr Schaden gegen untote Gegner. Und da die Hexe hier ja eine Untote ist. Und die mir einfach mal... Alter. Wie viel Schaden die mir reingeballert hat. Was macht der Scheiß nochmal? Kann schon nochmal leer. Ich muss einfach... Oh Gott. Wenn die mich erwischt, bin ich am Arsch. Bitte nicht Maske. Wenn die mich erwischt, ich verreck so schnell. Oh mein Gott. Und das Problem ist, die macht den Schaden. Keine Wunderknäuel mehr. Da muss ich... Ich muss wirklich in diesem Loop drin bleiben. Ich muss es schaffen, diese zu locken. Oder mich zu locken. Und dass sie sich jetzt nicht bewegt. Komm, beweg dich bitte nicht. Verdammt nochmal. Vielleicht kriege ich es nochmal so hin. Oh, come on, Bro. Ich habe echt Schiss vor der. Also ich hätte gern über 120 KP. Der Schaden einfach abartig. Wirklich, wirklich abartig. Das ist... Kacke, was soll ich dazu sagen? Wahnsinn. So. Na komm schon. Ach ja, und diese Kugeln sollen die 4 Elemente darstellen. Sofort natürlich übelste Konzentration. Leck mich doch. Oh shit. Am Arsch, ey. Oh mein Gott, da bin ich einfach nicht reingerannt, wie dumm ich bin. Da gibt's noch, es gibt noch eine andere Möglichkeit, die zu besiegen. Ich bin zu weit. Oh Gott, das ist okay. Und zwar die Möglichkeit, die zu besiegen ist... Oh mein Gott. Ja, genau den Bug habe ich gemeint. Ich habe die Knolle gefressen, aber bin trotzdem verreckt. Das Spiel wird gespielt. Also ich zum Glück. Zum Glück behalte ich alles. Ich komme hier einfach nur wieder rein mit vollen HP. Lol, da war irgendwie ein Bug. Keine Ahnung. Unten dran stand es gerade. Ich habe hier noch alles, was ich habe, auch das Level und alles, alles freigeschaltet, alle Waffen. Nur ich bin halt wieder am Startpunkt zurück. Finde ich eigentlich sehr nett, wenn im Spiel gespeichert habe ich. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Vor der Hexe mit
höhere KP-Zahl mit höherem Level und natürlich mit mehr Knollen. Okay, dann würde ich sagen, wir sehen uns. Bis dann.